Willkommen zur Pressekonferenz nach dem DKB-Handball-Bundesligaspiel zwischen den Füchsen Berlin und dem TuS-N Lübecke. Endergebnis 25:23, zur Halbzeit stand es 13:11 und gesehen haben das Spiel heute am Sonntagnachmittag 7.439 Zuschauer. Ich begrüße zu meiner Rechten den Trainer des TuS-N Lübecke, Dirk Beuchler, unseren Trainer Dagur Sigurdsson und unseren Geschäftsführer Bob Hanning und würde gern wie gewohnt dem Gästetrainer zuerst das Wort geben zur heutigen Partie. Erstmal wunderschönen guten Abend, Glückwunsch an die Füchse für den Sieg. Ja, ich denke, wir sind alle ein bisschen enttäuscht, weil ich denke, wir hatten heute sehr gute Chancen gehabt, hier zu gewinnen. Das habe ich ja vor dem Spiel gesagt, deswegen sind wir angereist. Wir haben dieses Jahr schon sehr gute Auswärtsspiele gemacht. Leider haben wir in der ersten Halbzeit oder auch in der zweiten Halbzeit unsere Chancen, die wir hatten, nicht ordentlich genutzt. Das wird dann hinten raus, tut es dann natürlich weh. Die Mannschaft hat sich trotzdem als Kollektiv präsentiert. Wir haben, denke ich, ordentlich gedeckt mit einem ordentlichen Tor da. Aber im Angriff, die Chancen, gerade auch erste Halbzeit, haben wir 6-7 freie Bälle verworfen. Die sind dann irgendwann zu viel und Füchse Berlin ist eine absolute Spitzenmannschaft, die es dann auch wieder dreht. Zweite Halbzeit hatten wir auch diverse Chancen. Und ja, so muss sich eigentlich jeder von uns an die eigene Nase fassen, dass wir heute ohne Punkte nach Hause fahren müssen. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch der Trainer und die Mannschaft in der Kabine alle ein bisschen mit dem gesenkten Kopf. Das haben wir uns selber zuzuschreiben. Deswegen, jetzt müssen wir uns vorbereiten. Nächste Woche Samstag haben wir ein wichtiges Spiel gegen Amstetten. Und da sollten wir dann wieder gewinnen. Dankeschön. Vielen Dank, Dirk Beuchler. Dagur, wie war das heutige Spiel für dich? Ja, erstmal schönen guten Abend auch. Ich möchte mich auch bedanken für ein gutes Spiel. Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Die Einstellung war sehr, sehr gut. Wir haben eine gute Abwehr hingestellt. Wir haben auch sehr gute Torhüterleistung gehabt vom Stochel und Silvio. Und insgesamt eigentlich auch in die Breite, obwohl wir schon begrenzt waren heute, haben wir das auch sehr gut gelöst. Wir mussten mit zwei Linkshänder oder drei Linkshänder teilweise spielen und haben das trotzdem gut, ganz gut über die Bühne gebracht und eigentlich bin ich sehr zufrieden. Jetzt haben wir noch eine Woche Vorbereitung auf Wetzlar und werden das so gut wie möglich benutzen natürlich und uns bestens vorbereiten und dann geht's weiter. Dankeschön. Vielen Dank, Dagur. Bob, war wieder mal ein ereignisreiches Wochenende. Gestern, glaube ich, noch in Hildesheim mit der B-Jugend. Da steht die Finalrunde an. Heute noch selber als Trainer aktiv und Deine A-Jugend hat da, glaube ich, auch ein bisschen Wiedergutmachung getan nach dem letzten Wochenende. Und jetzt der Sieg gegen Lübecke und der fünfte Tabellenplatz, der jetzt sicher ist. Und da hast du ja auch das ein oder andere Talent gesehen, was du auch schon auf der anderen Seite gesehen hast, was heute gegen dich gespielt hat. Wie war das Wochenende für dich und speziell natürlich der heutige Tag? Ja, das Wiedergutmachung war, fangen wir damit mal an, zwingend notwendig und auch, glaube ich, für das Gesamtklima der Zusammenarbeit der nächsten Woche deutlich, deutlich förderlich. Von daher war das ganz gut. Das Spiel selbst, um darauf zu kommen, ich finde, beim Trainer haben das gesagt, ich fand, das war dafür, dass es ein Spiel war, wo es um nichts mehr rein von der Grundsituation her ging, wirklich schön anzusehen. Beide Mannschaften haben gut gespielt und den Zuschauern ein ordentliches Spiel geliefert, sodass wir damit zufrieden sein können. Du hast natürlich recht, war natürlich froh, mal Gabor Ramon wieder zu sehen und finde auch, dass die Arbeit, das habe ich schon im Hinspiel gesagt, die Dirk Beuchler in Nettelstedt leistet und vor allem auch den jungen Spielern ähnlich wie bei uns die Chance gibt, auch zu spielen. Vorbildswert auch für den deutschen Handball, also von daher auch ein ganz wichtiger Schritt für unseren Sport. Und das, was du gesagt hast, die Jugend, das haben wir jetzt mit beiden Mannschaften gute Möglichkeiten. Also mit der A-Jugend sind wir im Halbfinale Deutsche Meisterschaft, mit der B-Jugend haben wir zwei Auswärtsspiele. Volker Zerbe mit seinen Jungs gewonnen in Lemgo und in Hildesheim. Und jetzt haben wir die beiden Spiele noch zu Hause. Und von daher kann das durchaus so sein, dass wir auch da uns fürs Halbfinale qualifizieren. Also können wir schon von sehr, sehr gelungenen Wochenende sprechen. Das klingt sehr gut. Bevor wir zu den Fragen kommen, noch die weiteren Ergebnisse des heutigen Spieltags. Der TBV Lemgo verliert zu Hause gegen den THW Kiel mit 24:46. Flensburg-Handewitt gewinnt gegen die MT Melsungen 35:23. Damit kann die MT Melsungen uns nicht mehr einholen in der Bundesliga-Tabelle.
Minden gewinnt gegen Eisenach 25:23 und am Abend um 20.15 Uhr spielen noch die Rhein-Neckar Löwen gegen den HSV Hamburg. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen, wenn es denn welche von Ihrer Seite gibt. Gibt keine. Dann bleibt mir noch anzukündigen, dass das nächste Heimspiel zwei Heimspiele sein werden, nämlich am 17. und 18. Mai hier in der Max-Schmeling-Halle zum ERF-Cup-Finalturnier und wir hoffen, dass noch viele Berliner die Chance nutzen, die letzten Tickets zu ergattern. Die gibt es noch im Vorverkauf und bis dahin freuen wir uns, Sie alle dann in zwei Wochen wieder hier zu sehen. Vielen Dank. Also Anwurfzeiten sind soweit, dass wir das Halbfinale um 14.30 Uhr spielen werden in der Schmelinghalle. Das ist definitiv maximal fix. Das zweite Spiel wird direkt im Anschluss daran stattfinden, wahrscheinlich dann 17 Uhr, 17.15 Uhr, sodass man selbst beide Spiele gucken kann und trotzdem noch rechtzeitig beim dritten Spiel ist. Und das Finale müssen wir noch, darf ich? Ich darf. Musst du kurz auf den kurz fragen. Also das Finale ist, sofern wir uns denn qualifizieren, es ist sowieso, wir qualifizieren uns sowieso und das ist auch sowieso, so muss ich formulieren, ist um 15 Uhr, um 15.30 Uhr am Sonntag und das Spiel um Platz 3 ist irgendwas gegen 13 Uhr. Das gehen wir nochmal ganz komplett raus, aber steht fest. 14.30 Uhr Samstag und 15.30 Uhr Sonntag und sind auch dem RBB, das darf man an der Stelle ja auch mal sagen, dankbar. Beide Spiele haben uns erstmal sehr unterstützt dabei, dass wir die Möglichkeit hatten, dass es übertragen wird und werden beide auch, sofern wir das Finale erreichen, live im RBB gezeigt. Nichtsdestotrotz gibt es noch 2.600 Tickets, davon gibt es 250 Vorbestellungen, ich kann es mal genau sagen, wie es ist. So, und wir rechnen auch damit, dass es noch 1.000 Karten an die Gäste gehen. Und es ist natürlich wichtig, dass wir eine extrem maximal volle Halle haben, um diesen Traum nach dem Traum weiter träumen zu können. Und von daher bitte an alle, uns auch dabei zu unterstützen. Dankeschön. Vielen Dank.